Hallo und willkommen zu einer Folge League of Legends. So, heute spiele ich eine Runde Garen Top Lane. Und wir spielen gegen Olaf. Wird also wahrscheinlich nicht unbedingt so einfach. Und ich sehe gerade, das Spiel hat wieder irgendwie seine FPS-Probleme, dass ich wieder erstmal Vollbild wechseln muss. War cool. Ja, und irgendwie so ein Bug teilweise ist. Na, eben hatte ich halt nur 50 FPS. Das wechsle ich einmal, jetzt habe ich 120. Ja, weil Olaf, wenn wir Pech haben und ein bisschen falsch spielen, rennt er uns dann einmal runter mit seiner Q mit Slows und so. Und ab da, wenn wir jetzt erst einmal, ich glaube, einmal gestorben sind, dann haben wir eben ein Problem. Ansonsten geht nochmal auch irgendwie ein Mundo Botlane. Werden wir da reinpushen. Ich weiß auch, Level 2 eigentlich jetzt nicht auf mich raufgerannt ist, irgendwie schon ganz schön bad eigentlich von ihm, oder nicht? Ein Minion stirbt. Der Minion muss wieder Q auto-taggen. Also Auto-Tag Q machen, das kriege ich glaube ich nicht. Okay, warte. Oh, das war schon zu spät. Eigentlich wollte ich das ein bisschen früher machen, so dass ich dann halt quasi noch rankomme. Hab ich auch. Also ein guter E von mir, kann man doch mal wieder rein. Ja, Damage bekommen. Oder Trade auf jeden Fall von mir. Ich bin der Garen, ich habe ja immer meine Passive, die trade dann für mich. Also jetzt am Potion schon raus, ich nicht, also. Gut, dass schön, dass du kommst. Also mein CC besteht daraus, dass ihr kein CC habt, ne? Ja, was soll ich denn machen? Jetzt laufe ich auf ihn zu. Wenn er Olaf will, kann er jetzt eigentlich umdrehen und mich töten. Ja, weil da laufe ich in der Dead Ghost und so halt noch, ne? Was willst du von mir? Was denkt ihr, was ich mache? Ich bin ein scheiß Garen, ich renne halt. What the fuck ist dein Problem, Rote Kaiser? So, hä? Was ist jetzt dein Problem? Was will er von mir? Was denkt ihr, was ich dann in der Situation hätte machen sollen jetzt? What the fuck, ey? Jetzt stirbt er noch gegen den Jungler. Ah ja, ist wirklich schön, dass er gegen den Kindred gestorben ist. Aber wir haben auf jeden Fall wieder einen guten Jungler erwischt. So, full mute. Also er steht Bot, der Olaf hat nicht mehr daran beteiligt. Er ist jetzt einfach nur gegen den Kindred gestorben. Was pinkt er denn mich noch? Ich kann ja verstehen können, wenn jetzt noch der Olaf dabei gewesen wäre, aber war er ja nicht. Sieht schon aus, wie ein Game, wo ich sagen kann, bei der Jungler bin, ja. Noch habe ich meine Conqueror-Stacks hier, ne? Also. No! Schade, dass ich da nicht reingekommen bin, ja. Das hätte ihm auf jeden Fall nochmal ordentlich wehgetan. Aber ja, kein Mana mehr. Das Ding ist halt, wenn die Kindred kommt, bin ich halt tot, ne? Kriege eine Axt von Olaf ab. Wo kann ich noch Q'n, da kann ich noch wieder laufen, also vielleicht ja wieder schneller. So. Also mache ich den Slow ja weg, aber ansonsten wird's schwierig. Ich kämpfe, solange ich stehe. Ja, gehe ich einfach mal Base, ne? Würde ich sagen. Ja, wo ich es halt gerade ult hab, ne? Jetzt noch, wenn er da noch da bleiben, ja, kein Teleporter, sonst kann ich nicht so viel einfach reinpushen dann, ne? Er bleibt auch noch da. Kindred ist Botlane. Wenn ich einmal hier rankomme, er soll erstmal einmal seine Axt werfen, die nicht gerade auf Cooldown hat. Das ist echt so ein Game, wo bei der Jungle bin, glaube ich. Aha, jetzt ist er tot. Da ist er tot. Schnell hier einmal reinpushen. Scheiße, nicht so weit, kommt auch schon wieder. Egal, push auch noch rein. Da kennt ihr bei der Botlane, also kann die schon mal nicht hinter sie in Mitte. Kriegt den nächsten Kill. Eine 5-1 Kindred nach 6 Minuten. Das Game ist, glaube ich, auch schon wieder zu Ende. Bevor es überhaupt angefangen hat. So schnell geht das.
Boop. Ist der erste von vielen Gegnern. Aber immerhin gebe ich mir nicht meine Lane wieder. Weil für was anderes braucht man eigentlich eh nicht spielen. Nur für sich selber spielen. Scheiß auf Win oder Lose oder Team. Demacia marschiert geschlossen. Ja, ist Damage. Ja, vielleicht habe ich meine Wave jetzt hier vom Tower verloren, oder? Also, wenn ich Ultimate abhab, kann ich auf jeden Fall einfach raufrennen, ne? Oder wenn er seine Dings wastet. Mann, ey, immer so ein Millimeter, der da fehlt, ne? Damit ich auch wieder Auto-Tanken kann, ey. Sei mutig, sei gerecht. Ich denke, ich habe keinen normalen Ward. Für hier irgendwo. Ja, boah, das hat er mich jetzt bait, wenn die Kindred kommt. Also, man hätte ja sonst einfach stehen bleiben sollen, aber die ist unten beim Drake. Weiß ich gar nicht. Und noch die Feinde Drake, weil die Kindred da ist. Also, für den Drake fällt einfach ohne dass der Gegner schon überhaupt da ist. Cool. Vertraut auf euch selbst. Ein Gegner verfällt. Das Game sieht schon wieder sehr ober aus, Leute. Aber wir sind ja vom Mordekaiser, ich bin daran schuld. Brecht ihre Reihen! Fürchtet euch nicht! Oder war kein Bock mehr oder wie? Ein Verbündeter wurde getötet. Stimmt, der ist mir noch ohne Bomben gegen einen Mundo-Botlane, auch gut. Kindred ja fürs Topside. Und jetzt wird auf jeden Fall bei uns rein an unseren Golem nehmen, dann würde ich mich von dem wahrscheinlich von hinten denken. Den werde ich hier ganz schnell die Wave nehmen. Und mit hinrennen, vielleicht kriegen wir die da wenigstens. Aber ich glaube, der Mordekaiser realisiert das gar nicht, ne? Guten Tag. Kann ich die töten? Ich probiere es jetzt einfach aus, mir egal. Komm mal, Ult. Vorhin der Mordekaiser ist halt nicht mal gekommen oder so weit, ne? Also ganz ehrlich. Aber ich hab die halt easy weggeklatscht, ne? Witzigerweise. Und die ist auch einfach bei mir stehen geblieben, warum auch immer. Sie hätte aber mit Wand springen können oder sonst was. Und das ist aber auch schon wieder so, wo ich mir denke, so wie die jetzt gerade gespielt hat, die Kinder, frag ich mich schon wieder, wie die überhaupt geschafft hat, so gefiel zu sein. Weil die hat gerade übelst bad gespielt, einfach nur. Weil die ist einfach in mich reingerannt, obwohl ich Midi bin. Sie hätte über die Wand queuen können, um wegzukommen. Sie hat aber nichts gemacht. Sie hat in mich reingerannt und gestorben, ey. Botlane ist aber auch schon, ja. Blick gegen den Mundo Center Botlane. Okay, wie gesagt, ich habe eine Weile lang nicht LoL gespielt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendeine krasse Meta Botlane ist. Aber wie gesagt, ich bin mit meiner Performance zufrieden. Okay, ich spiele jetzt auch nicht so einen komplizierten Champion, wo man sagen kann, hast du jetzt krass outplayed? lass mal einen Potion verkaufen. Aber obwohl, ja doch. Obwohl, nee, ganz ehrlich, verkaufen wir einen Dorans, kaufen wir ein Item einfach. Da kenne ich echt einen Tower Range. Komm, ey. Der Space gehen. Mal mit dem hier. Was machen die denn alle, ey? Ich werde nicht mit den Augen. Ja, Top-Insel, ne? Einzige, der nicht hier Radar reinendet. 0-2-1-3-0-4-1-4. Oh, ey, krass, unser Jungle hat einen Kill gemacht.
Wir machen jetzt mal hier einen auf richtig dumm. Richtiger Bronze-Move. Da ist jetzt Ultra zum Wegrennen. Ich wollte gerade mit Farmplung da ist wieder. Also ich mache aber selber nochmal, oder? Funktioniert bestimmt nochmal. Ja, dann ist halt noch Olaf, ne? Der heilt sich halt auch eure Hof wie sonst was. Da haben wir beide was gemeinsam. Nur er muss dafür Autotecken. Ich brauche halt nur rumstehen. Wir sind die Vorhut. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, brauchst nicht durchlaufen, mein Freund. Hätte einfach nach unten wegrennen können, aber er hat gedacht, nee, ich will die Wave haben. Und dafür ist er gestorben. Er könnte aber Botlane, das heißt, eigentlich kann ich oben auf jeden Fall eine Tower wegnehmen. Ich werde meinem Team hier auch nicht mehr helfen, also ich werde warten, bis das Spiel zu Ende ist. Ich habe da keinen Bock, gegen eine 5-2-Mundo reinzurennen oder so. Oder gegen eine 6-2. Also, wie gesagt, wenn der Kittel mich ansatzweise noch kitet, dann habe ich halt keine Chance gegen die, ne? Der Kindrick kann schon gut kiten. Hinten rumspringen und so. Soll ich mal einmal meine Kuh raus, dann mache ich ja nichts mehr. Hm, kann ich mir Lux irgendwie absnicken? Und ich muss ja nur einmal Kuhn, dann war es das auch wieder, ne? Dann können wir den Typ mir nochmal töten. Kindrick mal Botlane. Hm, kann natürlich sein, dass wieder Toplane kommt. Wo Draco ist, also die wird beim Draco sein. Naja. Aber mehr, Olaf! Ich hab diesmal noch kein Ultimate ab. Komm, mach Q. Aber Damage machen wir. Ja, mach ich Ult ab, werde ich noch hinterher gelaufen mit Q und dann ist ihn getötet. Komm, hätten wir den Kill absnicken, den es kein Tritt war, sondern die war da irgendwo, ne? Hm. Ich wollte lieber einfach hier mal. Oh, ich überrasche die Kinder die irgendwie bei den Quarks, wie beim letzten Mal. Sei mutig, sei gerecht. Ja, am liebsten würde ich jetzt aber weggehen, ne? Oh, oh lol, ich hab nur Ult ab, ich hab ja gar kein Ult mehr. Ja, dann war es das wohl. Schade. Na gut, gegen drei Leute. Ganz ehrlich, ich dachte, sie waren getötet. Ich habe nur gedacht, bei den ganzen Fights, die hatten, hat die Kinder vielleicht immer mal ihre Ult gezündet. Tja, machst halt nichts, wie gesagt. Ey. Das Game am Team einfach weggeschmissen. 1-4-1-4-1-5-1-5, Alter. Ey. Du bist so ein Q-Game einfach. Na, Deal. Ich will das Ding hier bauen. Ich denke, der schreibt zwar FF15 oder hat zumindest versucht zu schreiben, aber ich sehe jetzt schon, wir werden das eh nicht aufgeben. Es werden eh noch Leute nein drücken. Oh ne, doch nicht, ein krass. Tja, aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich bin mit meiner Top-Win-Performance hier zufrieden gegen den Olaf. Von daher dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.